Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und heute wieder der Pile ist geil. Ich zeige dir auf YouTube Brettspiel-Tops und Flops und gleichzeitig sind wir live auf Twitch. Ihr wisst das Prozedere inzwischen, aber ich kann es ja nicht oft genug sagen. Ich habe eine Neuheit dabei und zwar habe ich wieder in Frankreich eingekauft. Hatte ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn ihr da auch einkaufen wollt, Philibert-Link ist unten drin. Ein Affiliate-Link von Philibert. Und da habe ich ein paar Spiele ausprobiert, die haben wir teilweise auch schon auf Boardgame Arena ausgetestet und so. Und hier ist ein Zwei-Personen-Spiel, was deswegen auch interessant ist, weil jetzt auch angekündigt wurde, dass eine deutsche Version davon kommen wird. Deutsche Version wird es bei Frosted Games geben. Ich habe aber die französische gespielt, was nicht schlimm ist, weil die halbwegs sprachneutral ist. Man muss da ein bisschen Französisch vielleicht kennen. Es ist Bruno Catala, den kennen wir alle. Der hat das Spiel gemacht und ich löse natürlich auf. Ich zeige euch jetzt Solstice. Keine Ahnung, wie man das auf Französisch ausspricht. Mit Solstice sind, glaube ich, so Leuchtfeuer gemeint. Könnt ihr wieder googeln, ihr wisst es wieder besser. Was ist das? Eine ganz kleine, nette kleine Box. Hier, super kleine Box. Ich weiß nicht, ob die Box bei Frosted Games genauso aussehen wird. Das Ganze bei Lumberjack Games, ein Zwei-Personen-Spiel. Und wir gucken in die Box mal hinein, was euch da geboten wird. Ich bin gespannt. Hier, Frosted Games macht immer noch so kleine Spiele. Das habe ich, als sie noch im Vertrieb von Pegasus waren, verstanden. Jetzt machen sie ihren eigenen Vertrieb. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, so kleine Spiele dort zu haben, aber egal. Hier ist die französische Anleitung, ja, für alle, die Französisch können. Ich habe mir eine englische Anleitung auf Boardgame Geek ausgedruckt. Also es gibt eine englische Anleitung, könnt ihr euch einfach ausdrucken, falls ihr euch die französische holt. Ihr habt hier drin so eine kleine Übersichtskarte, zu der komme ich gleich. Die ist natürlich leider auch auf Französisch. Und dann haben wir das Spielmaterial. Das ist ein sehr interessantes Spielmaterial, das kommt auch schon so ausgepöppelt daher. Ihr habt ganz viele Pappteile. Und wir haben solche Holzteile hier. Die sind aus so einem ganz dünnen Holz, so Balsaholz, mit lustigem Aufdruck drauf. Es ist da so eine Erweiterung auch mit dabei. Hier, so eine Art schwarzer Peter. Die lassen wir jetzt erstmal noch weg. Zu der sage ich gleich was. Die ist, die müsst ihr unter besonderen Gesichtspunkten für euch, sagen wir mal, abspeichern. Wie funktioniert das Ganze? Bei Solstice bauen wir diese Landschaft nach, aus diesen Landschaftsplättchen hier, diesen kleinen. Und sobald die Landschaft fertig ist, also wir keine Plättchen mehr haben, das ist kurz bevor die fertig ist, ist das Spiel zu Ende und dann werden die Punkte gezählt. So weit, so gut. Jetzt kommt aber das Besondere. Jedes dieser Teile gibt es nur einmal. Es puzzeln aber beide Spieler getrennt voneinander an dieser Landschaft. Bedeutet, ihr streitet euch so ein bisschen über die Teile, weil euch fehlen ja dann Teile. Denn jetzt kommt das Besondere, ihr versucht Punkte zu bekommen. Ihr bekommt Punkte je abgeschlossenem Gebiet, also das Gebiet, das größte Gebiet, was aus den meisten Teilen besteht, bringt Punkte. Dann kriegt ihr Punkte hier für so Leuchtfeuer, wenn die mit dem Boden unten verbunden sind. Das bringt auch Punkte. Und hier werden auch noch besondere Karten draufgelegt, die auch noch Punkte bringen. Das sind diese Balsaholzdinger, das sind, glaube ich, hier, wie heißen die immer? Feen, Geister, Spirits, glaube ich, im Englischen, genau. Also wird es wahrscheinlich Geister sein. Die bringen auch nochmal Siegbedingungen. Wie funktioniert das? Jeder bekommt drei Dinger auf die Hand. Ich mache mal hier einfach drei. Irgendwas sind jetzt nicht richtig gemischt hier. Er hat jetzt diese drei Teile hier auf der Hand. Da ist Gott sei Dank immer ein Farbcode dabei und eine Nummer. Dadurch weißt du relativ schnell, wo sich das auf diesem Feld befindet. Das geht von 1 bis 10 und das Ganze in diesen 6 Reihen. Die Reihe ist hier unten auch nochmal auf dem Plättchen drauf. Also jeder hat verdeckt 3 von diesen Plättchen und dann wird eine Auslage gemacht. Die Auslage ist eigentlich auch ganz cool, denn da werden hier verdeckt Teile hingelegt und auf die verdeckten Teile wird jetzt eine offene Auslage gebildet. Ich muss so ein bisschen schauen, weil ich die Teile jetzt nicht gemischt habe, dass die so ein bisschen durcheinander sind. Achso, es gibt hier noch so Regenbogenteile, diesen Joker, die legen wir auch erstmal noch zur Seite. Die kommen noch im Laufe des Spiels. So, wir machen das mal so, so, so und so. Und wenn du drankommst, machst du jetzt Folgendes. Du möchtest ja Teile aus der Auslage bekommen. Und zwar geht es immer darum, dass du einen Doppelteil erzeugst. Du spielst eins von deinen drei Chips, die du auf der Hand hast, oder Blättchen, und musst jetzt ein Pärchen bilden mit einem aus der Auslage. Und Pärchen muss entweder die passende Farbe oder die passende Zahl sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die 3 spiele, dann kann ich mir die 4 nehmen, weil das ist die passende Farbe. Ich könnte mir aber auch die 10 nehmen. Wenn ich die 10 hier spiele, dann könnte ich mir zum Beispiel die 10 nehmen. Ja? Also so einfach ist das Ganze schon, das ist mein ganzer Zug. Also ich komme dran, ich spiele die 3, dann nehme ich mir zum Beispiel die 4, dann puzzle ich mir das in die Auslage hin, so ganz entspannt. Ich muss ein bisschen rauszoomen, damit ihr das ein bisschen besser seht. Und dann wird das Teil hier umgedreht, was jetzt da ist. So, die Auslage wird nicht aufgefüllt im Normalfall. Und dann ziehe ich wieder nach, damit ich wieder
drei Chips auf meiner Hand habe. Und dann ist der nächste Spieler dran. Und so puzzeln wir das Ganze. Jetzt kommen so ein paar Besonderheiten. Besonderheit Nummer eins ist, wenn ich es beim Puzzeln schaffe, so ein Viererraster zu puzzeln. Das deute ich jetzt mal an, das sind jetzt die falschen Chips, aber es geht ja nur um die Idee. Ich hätte jetzt hier so ein Viererraster gepuzzelt. Dann darf ich mir zwei von diesen Chips hier angucken und darf mir eins davon nehmen. Diese Chips zum Beispiel bringen Sonderpunkte für gewisse Karten, die gespielt sind, bringen nochmal irgendwelche Joker. Ich kann nochmal Karten am Ende des Spiels ausspielen. Also hier sind lauter eigenständige Funktionen dabei, die ich jetzt hier reinbekomme. Und das lege ich mir dann, wenn ich das mache, hier drauf. Und damit ist klar, ich kann dieses Gebiet nicht nochmal werten. Jetzt kann es im Laufe des Spiels aber auch mal vorkommen, dass hier oben in der Auslage, ich mache die mal ein bisschen kleiner, liegen jetzt irgendwie diese Sachen hier aus, diese drei Sachen nur noch, sage ich jetzt mal. Und auf meiner Hand habe ich nichts, was passt. Also wenn das meine Hand wäre und das die Auslage, dann habe ich jetzt nichts, was passt. Also weder Zahl noch Farbe. Und jetzt kann ich eine Chance spielen. Chance heißt, ich spiele einfach mal eins davon, zum Beispiel das hier. Jetzt wird ein Teil vom Stapel aufgedeckt. Wenn das Teil vom Stapel dazu passt, kriege ich die zwei. Ja? Wenn das Teil nicht passt, bleiben die in der Auslage und ich bekomme einen Joker. Das Coole an dem Joker ist, den kann ich natürlich überall in dieses Raster einpuzzeln, um zum Beispiel zu helfen, meine Gebiete größer zu machen, Gebiete zu verbinden, Leuchtfeuer zu entzünden etc. Wir spielen, bis der Nachziehstapel durch ist und dann werden Punkte gezählt. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Es gibt hier noch diese kleine Erweiterung, dann kommt dieser negative Spirit dazu. Und zwar ist es so, dass der immer wie so ein schwarzer Peter hin und her geht. Je nachdem, wer gerade wieder so ein Vierer, 2x2er-Raster hat und sich ein Spirit nehmen kann, gibt ihm den anderen Spieler. Und der verhindert am Ende vom Spiel, dass ein Spirit noch gewertet wird. Das heißt, damit zerstörst du bei deinem Gegner quasi einen von diesen Spirits. Das ist relativ eklig reinscheißend. Würde ich nicht spielen, hat sich am Tisch eher negativ herausgestellt, dieser schwarze Peter-Mechanismus. Den braucht es für mich auch nicht. Das Spiel ist so auch interaktiv genug. Dadurch, dass wir ja an denselben Teilen uns die ganze Zeit bedienen und uns mit deinem Weg umgehen und Sachen wegnehmen. Und du versuchst ja eigentlich hier das Optimum quasi für dich zu puzzeln. Fand ich sehr gemein und fies, nicht belohnend. Vielleicht spielt er das lieber ohne das Ganze. Ich glaube, hier regelmäßig habe ich schon alles dazu gesagt. Man kann sagen, Spielmaterial ist sehr schön. Kleine Box, randvoll bis oben. Diese schönen Papp-Tokens sind super, haben eine schöne Größe, damit das am Tisch eben auch drauf aufpasst. Die kleinen Holzteilchen sind eigentlich ganz schick. Diese Spielhilfe ist ein bisschen hässlich. Die hätte noch cooler gekonnt. Da auch gleich. Warum gibt es davon nur eine? Also es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Warum habe ich dieses Scheißteil nicht zweimal dabei? Also das versteht ja keiner. Das hätte gern jeder Spieler, hätte es gern vor sich, damit er weiß, was er puzzelt. Das alleine auslegen fühlte sich komisch an. Auf der Rückseite sind die Karteneffekte beschrieben, aber das auch auf einer Größe, da brauchst du wirklich eine krasse Lupe, um das lesen zu können. Also das fühle ich nicht, die hätte ich mir anders gewünscht, diese Spielhilfe. Ansonsten habe ich es mit meiner Frau am Tisch gespielt. Die kannte es noch nicht, weil ich hatte es ja schon auf Boardgame Arena rauf und runter gespielt und habe da sehr viel Spaß gehabt. Und die kannte es auch nicht. Die hat leider extrem gegen mich verloren. Sie hat dann auch gesagt, dass es ihr sehr gefallen würde, das Spiel. Aber sie es natürlich nicht cool findet, gegen jemanden zu spielen, der einfach schon sehr erfahren ist, der ein bisschen taktisch klüger die Teile sammelt. Das hat ihr dann so ein bisschen weniger gefallen, weil sie halt einfach danach erst für sich gemerkt hat, ah, okay, so funktioniert es taktisch. Das haben viele Zwei-Personen-Spiele an sich. Denkt mal an Seven Wonders Duel oder sowas. An Tagi, an Jaipur, was auch immer an Zwei-Personen-Spiele. Wer einer das Spiel halt öfters schon gespielt hat, hat der natürlich Vorteile, weil er natürlich schon ein paar taktische Tricks drauf hat, schon alle Teile kennt, die so kommen, weiß, wann was sinnvoll ist. Das ist klar, wenn du da ebenbürtiger bist als Pärchen, weil man es zusammen noch nicht gespielt hat und dadurch halt dieselbe Playtime mit der Zeit hat, glaube ich, ist das besser. Ansonsten hast du aber nach einer Partie genug gesehen, dass du beim nächsten Mal weißt, worauf es ankommt. Das heißt, vielleicht einfach mal eine Lernpartie zum Reinkommen. Und dann kannst du dich wirklich duellieren. Es ist am Ende nur eine Punkteschlacht. Die hat es aber in sich. Und es ist vom Spielerischen her auf jeden Fall, sagen wir mal, frisch genug, dass ich sage, so habe ich so ein Spiel auch noch nicht gespielt. Nettes kleines Ding. Ich fühle es nicht ganz bei Frosted. Also ich weiß, sie haben immer diese Button-Scheiß-Spiele. Ich finde es mit diesen wenigen Karten, ich finde, das Spiel sieht ja eher aus wie so wie Helvetic oder sowas. Ich weiß nicht, ob Frosted Games dafür eine Zielgruppe hat, weil es vom Schwierigkeitslevel, von der Zugänglichkeit,
Schwierigkeit her schon extremes Familienspiel ist und die Buttonscheiß-Spiele da durchaus aufwendiger sind und eher schon den Kennerbereich ansprechen, finde ich, von ihrer Art, wie sie gespielt werden. Da bin ich mal gespannt, ob das bei euch dann gut ankommen wird, wenn das auf Deutsch rauskommt. Da wünsche ich aber Frosted Games sehr viel Glück dabei. Ich glaube, ein gutes Händchen bewiesen, haben sich ein schönes Spiel hier rausgesucht, was irgendwie keiner bisher auf dem Zettel hatte. Nettes, kleines Spiel mit sehr schönem Material in einer schönen kleinen Box. Das gefällt schon sehr. Schönes Zwei-Personen-Ding. Ja, ich habe nicht viel dran auszusetzen. Mir hat es auf BGA ja schon super gefallen und ich muss sagen, am Tisch spielt sich das auch ganz gut. Am Tisch dauert es ein kleines bisschen länger, einfach weil die Punktezählerei ein kleines bisschen aufwendiger ist natürlich zu zählen und der Aufbau so ein bisschen vom Setup her. Aber das ist aber immer noch in einem Rahmen, der gut ist, wenn du es richtig schnell spielen willst. Ja klar, Boardgame Arena, da macht es auf jeden Fall nochmal mehr Sinn. Da kannst du es richtig ganz schnell runterspielen. Ist ein richtig schönes Zwei-Personen-Ding. Genau. Ja, ich habe eigentlich alles gesagt. Ihr merkt es schon, mir hat es gefallen. Also mich hat das sowohl am Tisch als auch digital überzeugt. Deswegen kriegt es bei mir ein Top. Und damit gehen wir wieder rein ins Gameometer. Wir schauen, kann ich was abstrafen? Volle Schachtel. Ja, die ist schon sehr voll. Die ist schon sehr voll, die kleine Schachtel. Aber die ist aber auch sehr klein. Also die voll zu kriegen ist auch nicht so schwierig. Da weiß ich noch nicht. Re-Release-Spiel mit Buch, Popkultur, gebraucht, Kauf, One-Shot. Nee, ich glaube, diesmal gebe ich mir keinen Punkt. Das ist für volle Box ist das zu einfach, weil die so klein ist. Also ich begrüße, dass die Box so schön klein und kompakt ist. Aber da ist ja fast kein Spielmaterial drin. Also von daher, nee, gebe ich mir mal. Diesmal nicht, aber ansonsten hätte ich mir das immer gegeben. Jetzt ihr wieder gefragt, hier habt ihr schon diese ganzen vielen kleinen Spiele von Frosted Games gespielt, was im Chat auch heißt, die haben ja umstrukturiert, habe ich ja gesagt, machen inzwischen Direktvertrieb. Freut ihr euch auf Solstice? Habt ihr es vielleicht auf BGA schon gespielt? Holt es euch vielleicht auf Französisch, weil ihr nicht mehr warten könnt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps für coole Zwei-Personen-Spiele. Wir machen auf jeden Fall weiter auf Twitch und ich würde sagen, an dieser Stelle kann ich mich von YouTube verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss, YouTube! So, und jetzt mal alle Handys und Hefte weg. Ich mache eine nicht angekündigte Zwischenprüfung. Sie haben jetzt ja alle das Video von Geekpunkt gesehen. Da möchte ich jetzt natürlich wissen, wie viele schlechte Witze hat er gemacht. Achtung, Augen auf dem eigenen Tisch, nicht beim Nachbarn. Wir haben hier noch etwas Referenzmaterial für Sie, falls Sie sich unschlüssig sind. Und ich hoffe, Sie haben als Hausaufgabe zu Hause dieses Video bereits durchgearbeitet. Ansonsten bitte klicken Sie hier, damit die Note Ihnen zugewiesen werden kann. Und jetzt 10 Minuten Pause.